Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit dem Long War Season 5. Auf uns wartet hier eine klitzekleine Tora-Mission in Europa. Ja, ich glaube, wenn wir diese Mission vergeigen, verlieren wir ganz Europa. Lassen wir es am besten noch gar nicht so weit kommen. Und wir haben hier einen Korridor. Die einzigste Tora-Missions-Map, wo mir einfällt, wo ein Korridor ist, dürfte doch diese eine Brücke sein, die nach drei Seiten führt, wo es da auf der einen Seite bergab geht, auf der linken Seite die Autos sind und oben, wo man eigentlich gar nicht hinkommt. Naja, nichtsdestotrotz stellen wir ein Team zusammen. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass es dieses Team sein wird, diese Map ist. Nehmen wir mal Vienna als Sniper mit. Klar, könnte man vielleicht noch einen Sender mitnehmen, aber zwei Sniper bei einer Terrormission, ich weiß ja nicht. Selbstverständlich nehmen wir noch Lea mit. Dann nehmen wir noch den Jeremy mit. Ah, der Doc ist auch endlich wieder dabei. Sehr schön. So. Moment. René, du bist der Gunner dieser Operation. Dann nehmen wir noch vielleicht noch Emma mit. Ich weiß ja nicht. Habe ich ein Rocket hier bereits bestimmt? Xander, du bist dabei. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Assault. Die Frage ist, zweiter Gunner? Ich glaube ja. Nun gut, stellen wir ja erstmal das Team zusammen. Bucker bekommt die Aegis. Heavy Gauss Rifle. Mein Scope. Und ich glaube, wenn es die Map ist, für die ich es halte, sollte ich mich vielleicht wirklich auf mittlere bis lange Reichweite halten. Backup Medikit. Nimm noch ein Laservisier mit. So, Vienna. Du bekommst deine Kestrel. Gauss Long Rifle. Und ein B-Bot und deine Laserpistole. So, Lea, kommen wir nun zu dir. Wie gesagt, wir werden versuchen, uns auf die mittlere Distanz zu halten. Von daher, Gaussgewehre. Eine Blendgranate kann dein Leben eventuell retten. Ein zusätzlicher Battlescanner ist auch nicht verkehrt. Jeremy. Ja, Aegis. Nimm erstmal eine Schalenrüstung mit. Nimmst du mir bitte auch mal ein Gaussgewehr mit? Vielleicht sollte ich noch ein, zwei Gaussgewehre anfertigen. Bis wir Plasmawaffen haben. Weil das wird ja auch noch ein bisschen dauern. Sechs Granaten. Nimm mir bitte mal ein paar zusätzliche Battlescanner mit. Genau. So, Doc, du hast genug Hitpoints. Bleibst mir aber auch. Oh, das war mein letztes Gaussgewehr. Verdammt nochmal. Naja, Gasgranate. Ja, zum Glück brauche ich nicht mehr Gaussgewehre. Das ist doch schön. René? Nee, Aegis brauchst du nicht. Du nimmst mir mal. Nein, nicht die Maschinenkanone. Ach, das andere Gewehr ist beschädigt. Gut, nimmst du doch die Maschinenkanone mit. So, Xander, du bekommst definitiv auch eine Schalenrüstung. Die Stuttergun. Und Enkukol bekommt leider nur ein Lasergewehr. Also Autolaser natürlich. Noch ein Bewegungsmelder. Ein Scope vielleicht? Ja doch, sollte sich definitiv auszahlen. So, wer bekommt jetzt die letzte Aegis? Im Zweifelsfall der Doktor, oder? Jo. Na dann, brechen wir auf. Wir müssen fast schon 100% aller Zivilisten retten. Das kann heiter werden. Oh ja.
Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Na dann, Angriff. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Wir haben eine Nachricht abgefangen, die auf einen direkten Angriff der Aliens in einer Großstadt hindeutet. Unser Job ist es, die Bedrohung zu eliminieren und weitere zivile Verluste zu verhindern. Das ist jetzt nicht die Map, mit der ich gerechnet habe. Aber egal. Das sollten wir auch so hinbekommen. Hoffe ich. Vorausgesetzt, wir beginnen nicht. Sensor, Big Sky nähert sich dem Terrorort. Strike One ist einsatzbereit. Erwarten Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Oh nein. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Verstanden, Commander. Gut. Sehr gut. Lea. Du schmeißt mir doch mal bitte eine... wo? Hier. Du schmeißt mir doch mal bitte einen Gefechtsscanner darüber. Scanner ist in der Luft. Was haben wir denn dort? Heavy Floater, 4 Stück. Oh. Das wird so böse. Naja, du darfst dich schon mal steady machen. Vienna geht mal so weit, es geht hier hinten hin. Du darfst dich auch mal steady machen. Wirf mir den nächsten Battlescanner doch bitte hier rauf. Da haben wir einen Sektor Commander und 2 Sektor Commander. Großartig. Enku Call. Gehe in Position. Gut. Dog. Aye, aye, Commander. So, jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass hier nichts schief geht. Na, guck mal, die beiden da oben. Und wir haben auch Hexold-Einheiten hier. So, da bin ich mal gespannt. Hallo, Floater. Na, seid ihr aktiv? Nein. Keine Ziele verfügbar. Vielleicht können wir die 4 schon mal schreddern. Das wäre ja schön. Sehr gut. Ach, die mögen allen anscheinend nach Deckung. Hm, 38, 38, 53. Probier's mal mit dem hier. Nein. Probier's gleich nochmal. Sehr schön, einer weniger. Zack und weg. 81, 81, 100, 100, 100, 100, 81, das reicht, sehr schön. Leider kein Insaison. X-Ray eliminiert. Gut. Jeremy, du gehst mal hier hin. Und schmeiß dem deine Handgranate auf den Kopf. In der Hoffnung, dass es irgendwas bewirkt. Sehr schön. So.
Wie kommen wir jetzt an den hier ran, ohne die hier zu triggern? Schwierig. Position bestätigt. Einfach mal alle Mann vorrücken. Bestätige. Moving. Begebe mich auf Position. So, vielleicht gönnen wir uns hier schon mal eine Rauchgranate für alle Fälle. Gut, aber ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Overwatch. Nun gut. Kommt ihr zu mir oder? Nein. Oh oh. Gut. Bravo, Floater. Leider daneben. Wenn man sie nicht trifft, fallen sie auch nicht um. Da macht es schon Double Move und dann sowas. Naja, egal. Den bekommen wir auch so down. Oh, und er fliegt nicht mal mehr. Sie treten den Rückzug an. Naja, schrei ruhig noch ein bisschen lauter. Nein. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? So. Da könnte ich die triggern, wenn ich mich hier hinstelle. Also ich glaube, Vienna macht den alleine platt. Ja, genau. Dann kann sich der Rest von uns aufs Vorrücken konzentrieren. Lea, wo bist du? Hier. Gehe in Position. Feind in Sicht. Jo, jetzt haben wir sie aufgedeckt. Vienna? Du siehst ihn nicht mehr. Schade aber auch. Dementsprechend gibt es da hinten mal einen Battlescanner. Scanne. Genau. Gut, dann kannst du mir vielleicht einen von den snipen oder zumindest richtig heftig anschießen. In the Zone wäre das. Da könntest du noch nachladen. Schieß mir mal den da kaputt. Einer weniger ist einer weniger. X-Ray ausgeschaltet. Hab keine Patronen mehr. Bin wieder da. Gut. Dann kannst du dich steady machen. 43%. Na dann, Deckungsfeuer. Vernichte das. Sehr schön. Wenn der Zivilist dabei nicht draufgehen würde. Beziehungsweise die beiden Zivilisten. Oh weh. Also Deckung ist hier schon mal Mangelware. Nee, das bewirkt nichts. Zieh den Kopf ein. Der Rest rückt nach vorne. Und sieht ihn auch noch. Ist ja ekelhaft. Bin unterwegs. Geht mal hierhin zurück. Naja, probieren kannst du es ja mal. Nein. Doc, du gehst mal hier hin. Und probierst es auch mal mit 44%. Sehr gut. Der hat schon mal gut kassiert. Oh nein. Naja, immerhin kassiert schon mal der Berserker.
Ja, der Berserk ist erledigt. Immerhin. Nicht gesessen. Die Moon geht bald aus. Und die werden jetzt einzeln nach dem anderen abschlachten. Wow. Sehr cool. Oh oh. Ah. Nun gut. Geh mal hier hin in Deckung. Und puste mir mal den hier an. Sehr schön. Den können wir jetzt hoffentlich snipen. 100% reicht das? Nein. Na komm, schieß mir erstmal auf den hier. Gut. Naja, schrei ruhig noch ein bisschen. Kleiner Schreihals. Und nochmal feuerfrei. Nein. Fluch, Ziel verfehlt. Naja, passiert schon mal. Mach dir mal darüber keine Gedanken. Mehr Zivilisten abschlachten? Ich weiß ja nicht. Na komm, feuerfrei. Gut, Lea, ich hoffe, du erledigst ihn dann für mich. Lea, feuerfrei. Sehr schön. Ja, so leid es mir tut, liebe Herren Zivilisten, aber das muss sein. Genau, Schnuffi. Machen platt. So, da war es nur noch der hier. Lea, Feuer frei. Ein HP hatte nur noch. Zu riskant. Zu tödlich. Feuer frei. Komm, Jeremy, den schaffst du. Ich hätte die Granate schmeißen sollen. Aha. Weißt du was? Das sollte dich definitiv freuen. Moment. So rum wird ein Schuh draus. Die große Frage ist, wie gehen wir mit den drei Mutons um? Wobei, ich glaube, die werden erstmal Zivilisten abschlachten. Oh, guck mal. Guck mal. Du verziehst dich? Ja. Ach nö. Gut, darf ich wieder? Dann geht mir Jeremy mal hier hin. On my way. Gut, ein Zivilisten gerettet. Ach nö. Gut, opfern wir noch einen Zivilisten. Warum denn nicht? Da kann Vienna zumindest einen von den beiden snipen. Nein, kann er nicht. Ach ja, hier. Aber dafür steht hier der Dritte. Gut zu wissen. René hat ein Ziel. Hat zwei Ziele. Drei Ziele. Feuer frei. Die Knarre haut die Moon zu schnell raus. Justiere Zielvorrichtung. 76% reichen aber für zumindest ein Kill.
Sehr schön. Dann erstmal Feuer auf den hier. Gut. Und dann schießt du mir nochmal auf den da. Den hat er dann nie. Auf Reserve. Gibt's doch gar nicht. Roger. Chemgranate für dich. Was machen wir mit dir? Mal gucken. Mieser Trip bei dir ist ja nicht so sensationell. Lea, ich glaube, ich lasse es mal nachladen. Ja. Fertig und bereit. Na komm, mieser Trip. Warum denn nicht? Etwas Schaden schadet da definitiv nicht. Du lädst mal nach. So, was machen jetzt die beiden hier? Ach nö. Das war so unnötig. Au! Au! Dich habe ich komplett vergessen. Das bekommst du zurück. Das bekommst du zurück. Oh, erledigt. Aber der noch nicht. Doc, du gehst erstmal hier hin und verarztest. Hier, Wunde heilen. Come on, you'll be back in the fight ASAP. Gut. Triffst du ihn von hier aus oder brauchst du Holo-Zielen? Naja, erstmal Holo-Zielen ist immer gut. Oh, Jeremy. Ja, das ist wirklich nicht gut. Lea? Näher ran. 58%. Gut. Flanke gesichert. Jeremy, Battlescanner bitte nach vorne. Erstmal hier hin. Nichts. Überrascht mich aber auch nicht. Nach vorne und nachladen. Laden und entsichert. Rock'n'Roll. Genau, du liegst auch mal nach. Und Steady Weapon. Xander, du rückst hier nach vorne. Lass ich auch mal City machen. Und Bakker geht hier hin. Gut. Guck mal. Seeker. Uiuiuiui. Vienna, du siehst nichts. Schade. Lea, hierhin. Und bitte deinen Battlescanner hierhin. Ja, hierhin. Ist da sonst noch jemand? Sehen wir mal genauer hin. Wir sehen nur den Seeker, aber ich glaube, vielleicht sind wir so weit durch. Dog, hier hin. Aye, aye, Commander. Nichts. Jeremy, du lädst erstmal nach. Rock'n'Roll. Dog, Overwatch. Rücke vor. Enko Call rückt vor, genau. Oh yeah. Verstanden. Dann kann René hier hin. Ballade hoch jetzt ja ein bisschen. Du sicherst hier ab.
Xander geht mal hier hin und macht sich da steady. Ah, die paar Meter hier hin könnten sich lohnen. Und Vienna, bleibt bitte steady. Wir haben ja immer noch einen aktiven Sektoid. Und eine Exalt-Gruppe irgendwo. Hier vielleicht eine Schrellrakete hin. Haut das vielleicht hin? Nein, nicht wirklich. Du hättest ja noch einen Battlescanner. Hallo? Spiel? Nochmal. Wir haben ja von hier aus irgendetwas gehört, kann das sein? Nee, da ist nichts, oder? Nein, nur Zivilisten. Geh mal bitte hier hin. Ein Schritt könnte zu viel sein. Gehe in Position. Lea, du gehst damit dazu. Die Frage ist nur, wo sind die Exalt-Leute? Du bleibst hier steady. Begebe mich auf Position. Entdeckung. Steady. So, ihr Seeker, dann kommt mal zu mir. Nee, die fliegen da verwirrt hin und her. Ja, weiter oben. Kann ich euch jetzt schreddern? Noch nicht wirklich. Nun gut. Klar, wenn ich hier nach vorne gehe, dann decken wir sie auf. Das brauchen wir aber noch nicht. Vienna, steady bleiben. So, jetzt haben wir euch gleich. Habt ihr was gehört? Ah, die fliegen weiter weg. Noch 6 Zivilisten übrig, das ist nicht gut. Darf ich jetzt meine Rakete abfeuern? Das macht das Ganze aber auch nicht besser. Wobei, diesmal treffen wir schon 3. Naja, Rakete raus. Komm, Xander, das schaffst du. Sehr gut. Ah, da ist die Exalt. Macht ja nichts. Wer will Abschüsse? Ich würde mal sagen, Vienna fängt hier mal an mit 100%. Gut. Jeremy, du gehst mal bitte hier in Deckung. Wenn ich jetzt hier hingehe, dann sind wir ja so gut wie tot. Die müssen zu uns kommen. Das wäre so gesehen das Sinnvollste. Nun gut, warten wir mal ab. Ah, wo kommst du denn her? Oh nein. Ach. Deckungsfeuer ist genehmigt. Hat sich ein Seeker getarnt. Vienna, siehst du den?
Nein. Keine Ziele verfügbar. Moment, das sagen wir gleich. Wir haben ja noch Jeremy hier. Oh, dass die mal auf meinem Platz stehen müssen. Genau. Moment. Vienna, siehst du jetzt was? Nein. Das Problem sind die beiden hier. Oh no. Zieh dich wieder zurück. Lea, ich glaube, du ziehst mir mal den Kopf ein. Die müssen halt eben zu uns kommen. Anders geht's nicht. Oh, Moment. Da war ja noch was. Probieren kann man's ja. Kann ja nicht schaden. Und? Naja, zumindest brennt das Auto. Feldposten. Feldposten. Und Feldposten. Wo rennst du hin? Na komm, Backer, mach ihn platt. Wundervoll. Da kommt der nächste. Komm, Backer, der gehört dir. Ja, der macht nichts mehr. Oh oh. Das ist eine Special-Waffe. Lea, dein Kill. Gut. Vienna, ich glaube, du könntest eventuell Gesellschaft bekommen, was Seeker angeht. Deswegen du mir jetzt mal vorrückst. Na dann, alle Mann Overwatch. Jetzt bitte das Auto. Komm, Jeremy, den schaffst du. Sehr schön. Next one, please. Allzu viele können es ja nicht mehr sein. Lea, geh mal hier hin. Wo? Da hinten. Und Jeremy hat ja immer noch eine Granate übrig. Copy that. Haut das so weit hin? Da kann ihn Lea nämlich one-shotten. Denk ich. Jawohl, kann sie. Obwohl er immer noch in Deckung sitzt. Und Feuer frei, 54%. Das sitzt. Gut. Du bleibst hier bitte. Bereitschaft. Bleib steady. Wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass die Seeker auftauchen. Ich habe das ungute Gefühl, die werden erst alle Zivilisten kalt machen. Genau da hinten. Naja, das heißt, wir müssen vorrücken. Guck mal. Probier's einfach. Sehr schön. Bist du der Letzte? Oh, guck mal. Nicht so weit weg. Vienna, was sagst du dazu? Feuer frei. Sehr schön. Bleib steady. Wo versteckt sich der Rest von denen? Okay. Okay. Positionieren wir uns mal kurz um. Moment, du gehst mal zum Doc und lässt dich noch weiter verarzten.
Damit können wir vielleicht deine Verletztenzeit ein bisschen reduzieren. Come on, have some true blue Aussie spirit, mate. Genau. Lea lädt das mal nach. Moment, Bewegungsmelder? Kein Aufschluss. Na, guck mal. Hallo. Gut. Was das? Ein weiterer Sieg. Ja, ich wünschte, wir hätten ein paar Zivilisten mehr retten können. Aber so ist es nun mal. Mal haut's hin, mal wieder nicht. Dann haut's wieder hin, dann wieder nicht. Und der Geheimdienst berichtet über starke UFO-Aktivitäten über Frankreich. Mal gucken, wie es aussieht. Oh, Echo-Call ist befördert. Sehr schön. Gefahrenzone. 29 Tage. So langsam gehen mir die Ingenieure aus. Eieieiei. Nun gut. Wieder kaputtes Zeug. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Mach das. Bitte mal alles reparieren. Wie schaut's denn aus? Ja, wir brauchen dringend in Frankreich eine Mission. Wir haben den 15.12. Nicht gut. Bekommen wir jetzt noch eine Mission? Oh, zwei Wissenschaftler und ein neuer Rekrut. Wird ja sofort erledigt. Wen haben wir denn da Schönes bekommen? Vielleicht einen neuen Ingenieur? Wer weiß das schon? Katja. Martinez. Ja, was machen wir denn aus dir? Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Weiteren Ingenieur vielleicht? Aber nee, ich habe mittlerweile 7 Ingenieure. Weiteren Scout vielleicht? Noch einen Infanteristen, den ich mitschleppen muss? Noch irgendwann ein Spezialmedic? Muss ich mir überlegen. Commander, hier ist eine Übertragung vom Rat. Höchste Prioritätsstufe. Oh nein, Furien. Na gut, meine Freunde, dann haben wir in der nächsten Folge die Furien-Mission. Yay! Was haben wir denn alles so zur Verfügung an Leuten? Hier nicht. Soldaten anzeigen. Delaram ist wieder fit, sehr schön. Vienna ist aktuell nicht verfügbar. Das ärgert mich dann doch ein bisschen. Das war schon clever von den Aliens mit der Dingskirchen. Mit der Terrormission. Aber ich glaube schon, dass wir ein halbwegs starkes Team zusammenstellen können. Um da einfach mal einzumarschieren. Und die Leute da rauszuholen. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.